Und da sind wir auch schon wieder live zurück bei Pearl TV. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Wir haben Problemlöser für Sie. Ja, Sie kennen uns, dafür sind wir bekannt. Problemlöser gibt es bei Pearl TV zuhauf. Jetzt geht es ums Thema Nebenkosten. Denn wir alle kennen das, wenn die Nebenkostenabrechnung ins Haus kommt, dann kriegen viele Schweißperlen auf der Stirn, denn die steigen richtig kräftig an. Wir haben Problemlöser für Sie und wir schauen am besten auch mal rein in die Stunde, was alles hier wirklich auch mit dabei ist. Da sind für Sie sicherlich auch interessante Artikel mit dabei. Wenn wir das einblenden könnten, die Forscher, dann sehen wir jetzt hier unseren Luftzugstopper. Der ist für alle Türen bis zu 70 mm Dicke geeignet mit der NC1429569. Wunderbar. Auch hier unser programmierbarer Heizkörperthermostat. Ein Energiesparregler zeigen wir Ihnen gleich ganz ausführlich. Da können Sie bis zu 30% Heizkosten sparen. Weiter geht's mit unserem USB-Programmierstick für unsere Funkheizkörperthermostate. Auch die sind wunderbar praktisch und da können Sie vom Sofa aus nach Ihren Wünschen programmieren. Eine clevere Idee. Hier unser Funk-Energiesparthermostat gehört natürlich dann auch mit dazu. Auch der spart bis zu 30% Energie ein und das mit einer zeitgesteuerten Heizkörpersteuerung. Hier unsere Fernbedienung. Also wenn der Krimi mal eine eiskalte Atmosphäre hat, dann machen Sie einfach die Heizung wärmer. Vom Sofa aus ganz bequem per Fernbedienung. Und unser Funk-Fensterkontakt, der sorgt dafür, dass Sie keine warme Luft mehr hinausfeuern und dass Sie hier nicht wirklich die Umgebung heizen und selber kräftig zahlen müssen. Das hier, damit geht's los. Das kennen Sie und Carsten, du kennst das auch. Na klar, das gab es früher in Dackelform. Die gibt es auch heute noch. Sie kennen diese klassischen Wärmeisoliergeschichten, die man so im Baumarkt oder im Fachhandel bekommen kann. Ich kenne die eigentlich unter der Bezeichnung Isolierdackel. Das sind so lange Dinger, 90 cm lang in der Regel, mit irgendwelchen Tierköpfen drauf. Und die legt man sich entsprechend vor die Türritze, damit also entweder die warme Luft drinne bleibt, beziehungsweise nicht mehr entweichen kann. Das ist ein bisschen antiquiert. Sieht mit Sicherheit lustig aus, aber es gibt da doch um einiges interessantere Lösungen. Und eine davon haben wir hier. Das wird ganz klassisch unter der Türritze durchgeschoben und dichtet die Tür auf der einen und natürlich auf der anderen Seite ab. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Allerdings möchte ich ganz gerne vorher nochmal die Heizkosten ansprechen, die Nebenkostenabrechnung. Kein schönes Thema. Ich habe vor kurzem, ich meine, wir sind natürlich jetzt genau in der Zeit drin, wo solche Rechnungen gerne mal ins Haus flattern. Und meine Nebenkostenabrechnung kam vor 2, 3 Wochen ungefähr. Das waren ein paar hundert Euro, die ich nachbezahlen muss. Und ich weiß gar nicht, ob meine Schweißperlen mittlerweile wieder getrocknet sind. Das war also locker eine Woche Urlaub für meine Frau und für mich, die da einfach mal so in die Luft gepustet worden sind. Das ist ärgerlich. Das muss nicht sein. Energie ist eben leider teuer. Und insofern kann man sich mit solchen kleinen Hilfsmitteln tatsächlich gerne mal dabei behelfen, einfach mal den ein oder anderen Euro zu sparen. Auch hier unser Hugo, der friert auch. Ja gut, der gute Mann kommt natürlich aus einer Region, wo es deutlich wärmer ist als hier normalerweise bei uns in Deutschland. Dass der friert, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt zeigen wir Ihnen ganz gerne mal, wie der gute Hugo denn eigentlich hier seine wärmende Decke loswerden kann. Unter anderem mit unserem kleinen Helferlein. Schauen Sie mal, wird ganz einfach nur unter dem Türspalt hergezogen. Sie haben dann eine Rolle für innen, eine Rolle für außen und dann wird die Tür zugemacht. Sie sehen, Sie können tatsächlich die Tür auch ganz normal öffnen. Das funktioniert auf Holz, das funktioniert auf Fliesenboden, auf Parkett, Laminat, PVC natürlich und sogar auf Teppichboden lässt sich die Tür problemlos öffnen und wieder schließt. Carsten, das finde ich sehr praktisch, denn wenn ich jetzt so einen alten Dackel davor habe, dann ja, habe ich ja, sobald ich die Tür einmal aufgemacht habe, das Problem, dass der Dackel dann von der Tür wieder wegliegt. Ja, da muss irgendjemand wieder aufstehen, muss den zurück an die Tür ranschieben. Das hier bleibt ja mit der Tür verbunden, weil die Tür ist ja genau hier zwischen. Die ist ja von beiden Seiten eingefasst. Das ist eine geniale Idee, was wir hier bieten. Ich finde das absolut perfekt. Es ist sondern eine neutrale Farbe in der Farbe Braun. Das passt eigentlich immer überall rein. Ich finde es ehrlich gesagt mein Vielfaches dezenter als diese typischen Stoffwürmchen, diese Plüschrollen und so weiter, die man da hatte. Wir kommen hier auf eine Gesamtlänge von 89 Zentimetern. Wir haben hier also eine Gesamtlänge von 89 Zentimetern, also für die gängigen Türmaße 90 auf 2 Meter perfekt geeignet. Sollten Sie schmalere Türen haben, von mir aus eine 80 Zentimeter breite Tür, können Sie diesen Thermoschutz natürlich auch entsprechend ablängen, sprich also auf die entsprechende gewünschte Länge abschneiden. Zeigen wir Ihnen gleich nochmal. Vorher nochmal ganz kurz gezeigt, wie es gemacht wird. Zack. Und schon ist der Türschlitz dicht. Da kann keine kalte Luft mehr rein, da kann keine warme Luft mehr raus.
Und jetzt hören Sie auch nicht mehr Sätze von Ihrer Partnerin. Ich habe kalte Füße, was machen wir denn? Legt aber ein Handtuch vor die Tür oder sonst irgendwas. Das sind ja so die typischen Sätze, die man immer wieder hört. Und das muss man auch weder schrauben noch irgendwie anders montieren. Das wird einfach nur unter die Tür geschoben. Ja. Mit der Bestellnummer NC1429 und dann die 569. Wir lassen Ihnen da heute 65% runter. Das Ganze für unter 7 Euro ist ein geniales Schnäppchen, liebe Zuschauer, und spart richtig Geld. Schick sieht's auch noch aus und das sind die Problemlöser. Problemlöser. Dann geht's direkt weiter mit so einem Thermostat. Ja. Finde ich auch ganz spannend, denn das sieht ja normalerweise aus wie ein normales Thermostat, was ich jetzt auch an meiner Heizung schon habe. Aber das hier spart Geld. Das ist verkehrt rum, sehe ich. Sie kennen die klassischen Thermostate, die Sie an Ihren Heizkörpern zu Hause haben. In der Regel hat man die Wahl zwischen den Einstellmöglichkeiten 1 bis 5 oder von 0 bis 5, sagen wir mal so, also von kalt bis richtig warm. Das heißt, Sie stellen das Ganze von mir aus auf die Position Nummer 3 und die Heizung läuft. Egal, ob Sie die Türen aufhaben, egal, ob Sie die Fenster aufmachen zum Lüften, egal, was Sie tun, wie Sie sich im Raum bewegen, ob Sie da sind oder nicht, die Heizung bollert, verbraucht Energie und geht an Ihr persönliches Portemonnaie ran. Was halten Sie denn von der Idee, wenn Sie dem Heizkörper einfach sagen, wann er bitte wie heiß oder wie kalt tatsächlich arbeiten soll? Und das Schöne ist, wir bieten Ihnen genau diese perfekte Lösung, die noch nicht mal in die Heizungsanlage eingreift. Das heißt, der Einbau ist denkbar einfach gemacht. Und da sehen wir es auch hier. Wir haben also sozusagen hier eine Tag-Nacht-Schaltung und wir müssen einfach nur unser Thermostat an der Heizung abschrauben. Das kommt dann weg. Und das Neue von Pearl TV wird einfach nur draufgeschraubt. Ich muss da also gar nicht irgendwie einen Monteur für kommen lassen, der ja auch wieder extra Geld kostet. Brauche ich überhaupt nicht. Man braucht noch nicht mal Werkzeug dafür. Wird einfach nur der alte Thermostat abgenommen, der neue wird draufgeschraubt. Und dann kann es losgehen. Das heißt, Sie haben hier jederzeit die Möglichkeit einzustellen, zu welcher Uhrzeit welche Temperatur von diesem Heizkörper abgegeben werden soll. Man hat so typische Stoßzeiten, zum Beispiel morgens zwischen 6 und 8, wenn Sie aufstehen unter der Woche, um zum Büro zu fahren, dann können Sie aufstehen und der Heizkörper hat entsprechend schon auf mollig warme 22, 23 Grad angeheizt. Wenn Sie dann um 8 Uhr von mir aus das Haus verlassen, dann stellen Sie den Regler so ein, dass von mir aus in der Zwischenzeit Temperaturen um die 12 bis 15 Grad herrschen, je nachdem, was Sie da haben möchten. Und wenn Sie nachmittags um 5 oder um 6 wieder aus dem Büro von der Arbeit nach Hause kommen, stellen Sie den Regler bitte so ein, dass zu dem Zeitpunkt, wo Sie zur Tür reinkommen, die Temperatur wieder auf mollig warme 22, 23 Grad eingestellt wird. Da bräuchte man normalerweise einen Nachbarn für, der dreimal am Tag rüber in meine Wohnung geht und mir den Heizkörper zu- bzw. wieder aufdreht. Das stimmt. Und wir können ja hier bis auf 0,5 Grad wirklich auch genau die Temperatur angeben. Schauen Sie mal, das ist auch gar nicht irgendwie zu kompliziert, denn Sie haben hier nur wirklich drei Tasten, die Sie letztendlich bedienen müssen. Sie haben hier die Menütaste, daneben haben Sie die Bestätigungstaste, die OK-Taste und hier haben Sie einmal den Halbmond und die Sonne sozusagen. Also das ist dann, wenn Sie es für die verschiedenen Tageszeiten programmieren möchten, wird Ihnen alles hier auch angezeigt auf dem großen Display. Da kann man das alles ablesen. Ja. Und das zusammen spart bis zu 30% der Heizkosten. Das ist eigentlich ja schon, nach dem ersten Winter hat sich unser Gerät hier schon sowas von bezahlt gemacht, denn wir lassen Ihnen da 50% runter heute. Das ist genial. Für unter 15 Euro kommt es zu Ihnen nach Hause mit der PV7100 und dann die 569 für Pearl TV. Eine klasse Idee und es geht noch weiter, Carsten. Ja. Ich dachte erst, Mensch, jetzt haben wir wieder hier einen PC to go. Nein, ist es gar nicht, aber das hier spart kräftig Geld. So ist es. Wir werden Ihnen natürlich gleich passend zu dem USB-Stick, mit dem Sie jederzeit Ihren Funkthermostat ganz bequem von Ihrem Rechner, von Ihrem Laptop aus steuern können, gleich noch in aller Ruhe vorstellen. Ein richtiges Hightech-Teil, spart nochmal richtig bares Geld und ordentlich Energie. Beginnen möchten wir allerdings jetzt mit diesem kleinen Kerl. Und Marcel, du hast vollkommen recht. Im ersten Moment könnte man meinen, das ist ein klassischer USB-Stick mit Musik, mit Fotos, genau, vielleicht mit anderen Datenmengen drauf. Aber das hier, das ist genau das Teil, mit dem Sie Ihren Funkthermostat, der die Temperatur in Ihren Räumlichkeiten, im Wohnzimmer, im Badezimmer, im Schlafzimmer, wo auch immer Sie einen Temperaturregler einbauen möchten, tatsächlich ganz bequem von Ihrem Rechner aus steuert. Das bedeutet, Sie setzen diesen USB-Stick einfach in den freien USB-Slot Ihres Rechners, Ihres Laptops oder Ihres Tablet-PCs
und können wann immer, wo immer Sie sind, von Ihrem Rechner aus per Funksignal Ihren Heizkörpern sagen, wie warm bzw. wie kalt es werden soll. Und selbstverständlich kriegen Sie nicht nur den USB-Stick, sondern auch die passende Software von uns dazu. Und so sieht das dann aus, liebe Zuschauer. Da sehen Sie jetzt also aufgeteilt die Räume, die angeschlossen sind an das Funkthermostat. Und dann sehen Sie hier auch die Heizphasen sozusagen, wann es von Ihnen selbst programmiert wurde, wann es ja schön angenehm warm sein soll und wann Sie vielleicht gar nicht zu Hause sind oder schlafen und es dann überhaupt nicht ja, geheizt brauchen. Da können Sie ja kräftig Geld sparen. Das ist auch wieder selbsterklärend, sehen Sie hier auch in der grafischen Darstellung. Und diese Software, wie gesagt, die liefern wir mit. Die ist bereits auf dem USB-Stick mit drauf. Die müssen Sie nicht extra irgendwie dazu kaufen. Das kommt alles zu Ihnen nach Hause. Und dann geben Sie es einfach nur nach Ihren individuellen Wünschen ein. Zum Beispiel, wenn die Kinder dann in der Schule sind, brauchen Sie ja im Kinderzimmer nicht mehr heizen, bis die um 13, 14 Uhr zurückkommen. Dazwischen ist das ja rausgeschmissenes Geld wirklich. Machen Sie eine schöne Temperatur, dass es nicht zu sehr auskühlt, aber sparen Sie auch hier bis zu 30% Heizkosten im Jahr. Und das alles auch wirklich mit einem USB-Stick. Carsten und ich habe gelesen, wir können mit einem USB-Stick bis zu 10 Meter Funkreichweite alle im Umkreis liegenden Funkthermostate, die wir haben, damit auch wirklich dann bedienen. Das ist ja klasse. Man hat ja nicht nur einen Raum, den man heizt. Genau. Sie haben wahrscheinlich ein Wohnzimmer, Sie haben ein Badezimmer, Sie haben ein Schlafzimmer. Vielleicht kommt da noch ein Esszimmer dazu, ein Kinderzimmer, wie es der Marcel gerade angesprochen hat. Und diese ganzen Heizkörper können Sie natürlich mit entsprechenden Funkthermostaten, wie die, die wir Ihnen gleich im Anschluss noch zeigen werden, ausstatten. Und dann setzen Sie sich ganz bequem an den Rechner. Das dauert ein paar Minuten im ersten Schritt, das ist ganz klar. Aber dann geben Sie ein, bitte zu welcher Uhrzeit soll welche Temperatur in welchem Raum herrschen. Ja, das geben Sie ein, drücken auf Enter. Und schon wird das per Funksignal an die entsprechenden Funkthermostate weitergeleitet und mehr müssen Sie gar nicht tun. Das Schöne ist, Sie können das Ganze, und so lange hält die Batterie, 5 Jahre aufrechterhalten und müssen sich nie wieder um eine großartige Temperaturwechselgeschichte kümmern. Einfacher können wir es Ihnen wirklich nicht machen. Es wird übersichtlich und klar strukturiert dargestellt und Sie entscheiden, zu welcher Uhrzeit welche Temperatur in welchem Raum herrschen soll. Und das auch wirklich auf 5 Jahre gesehen. Ich vergesse ja sehr schnell was, aber hier, das kann ich mit ruhigem Gewissen vergessen, denn das Thermostat und der USB-Stick, die vergessen ja nichts. Die sind ja einmal so programmiert und dann geht das auch wirklich immer so weiter und irgendwann, da werden Sie sich einfach daran gewöhnt haben, irgendwann, da ist es für Sie selbstverständlich, dass Sie gar nichts mehr nachregeln müssen, weil eben grundsätzlich immer schon die perfekte Wohlfühltemperatur bei Ihnen zu Hause eingestellt ist mit unserer selbsterklärenden Software auch, die ist inklusive bereits auf dem USB-Stick programmiert und diesen USB-Stick, den bieten wir Ihnen heute für unter 30 Euro an. Das ist wirklich bei Pearl TV ein Aktionspreis, liebe Zuschauer, den sollten Sie sich sichern mit der PX7795 und dann die 569. Der ist so klein, so unscheinbar, aber da steckt eine Menge Geldpotenzial drin. Definitiv. Reden wir ganz kurz über die Ersparnis. Es ist Fakt, dass wenn man einen klassischen Heizkörper zu Hause hat, einen ganz normalen Drehregler, einen Drehthermostat, dann muss man sich da hinstellen, muss das Ganze entsprechend aufdrehen. Man neigt auch dazu, den Heizkörper immer wieder komplett abzudrehen, damit eben dann keine... Man denkt, man spart. Ja, aber man spart damit, aber natürlich bedeutet es auch einen ordentlichen Energieaufwand, bis die Heizung dann wieder anläuft. Jetzt sind Sie vielleicht dann irgendwann unterwegs, haben vergessen, die Heizung auszumachen, dann bollert die Heizung den ganzen Tag weiter und so schmeißen Sie wirklich bares Geld zum Fenster raus. Alle Welt redet von Energiewende und dergleichen, Sie haben es in der Presse sicherlich verfolgt. Und hiermit spart man tatsächlich mit diesen Thermostatlösungen bis zu 30% der Energie und natürlich auch bis zu 30% der entsprechenden Kosten. Wenn Sie Ihre Funkthermostate gerne von Ihrem PC aus, von Ihrem Rechner aus steuern möchten, entsprechend programmiert, bestellen Sie sich bitte den USB-Stick. Und jetzt zeigen wir Ihnen in aller Ausführlichkeit auch mal unser Funkthermostat, was natürlich eine ähnliche Funktion hat wie das klassische Thermostat, was wir gerade zu Anfang gezeigt haben. Allerdings lässt sich das hier tatsächlich dann also auch noch funkfernbedienen. Genau, dafür ist er ja auch gedacht, unser USB-Stick. Mhm. Also wenn Sie den bestellt haben, gehört das mit dazu. Das ist sozusagen eine Familie, die sollte man nicht trennen. Die gehören unmittelbar zusammen. Hier habe ich jetzt, das finde ich auch ganz klasse, ein Drehrad. Und mit diesem Drehrad kann ich mir ja selber die Temperatur einstellen, je nachdem, wie ich das haben möchte. Das finde ich ganz klasse. Ansonsten, so wie auch bei dem Thermostat vorhin, eine Menütaste. Die Bestätigungstaste in der Mitte mit OK. Ja. Und auch hier wieder unsere Mondtaste für die verschiedenen Tageszeiten, wo wir es dann einprogrammieren wollen. Das finde ich klasse. Und auch das wird, ich drehe es mal schnell um, einfach nur wieder aufgeschraubt. Richtig. Also Sie greifen in keine Heizungsanlage rein. Sie müssen keinen Monteur kommen lassen, den Sie teuer bezahlen. Sie brauchen noch nicht mal großartig Werkzeug, um das Ganze einzubauen. Sie bohren keine Löcher, Sie schleifen nichts ab, Sie machen nichts kaputt. Sie nehmen einfach den alten Drehthermostatregler, wie wir ihn hier im Bild schön sehen können, von Ihrer Heizung ab. Der wird einfach nur abgeschraubt.
vielleicht brauchen Sie eine Zange dazu. Wenn er ein bisschen länger dran ist, sitzt er unter schon mal etwas fest, okay? Dann wird der neue Thermostat einfach draufgesetzt. In dem Fall ist dieser, den wir Ihnen hier zeigen, funkfernbedienbar. Und dann geht es ans Einstellen. Entweder manuell direkt am Funkregler, wie wir das Ihnen hier zeigen, oder eben ganz bequem via USB-Stick von Ihrem Rechner aus. Und den USB-Stick haben wir gerade vor 2-3 Minuten schon gezeigt. Ich finde das ja mit so einem Drehrad immer sehr komfortabel, weil man da wirklich auch ganz schnell die gewünschte Temperatur auch erreicht hat. Du erkennst die Temperatur. Wenn ich jetzt einen Drehregler habe, wo 1, 2, 3, 4, 5 draufsteht, weiß ich doch nicht, wie warm wird denn dieser Heizkörper überhaupt, wenn ich jetzt auf die Stufe 3 einstelle. Ja. Da kann ich an sich nur schätzen oder sagen, angenehm oder nicht angenehm. Hier weiß ich, ein Mensch fühlt sich ungefähr wohl bei einer Raumtemperatur von 22, 23 Grad. So. Und warum sollte jetzt konstant den ganzen Tag und die ganze Nacht in Ihren Räumlichkeiten diese Temperatur herrschen? Sie brauchen es doch gar nicht. Ja? Deswegen stellen Sie es bitte ein. Und das Programmieren geht denkbar einfach. Ich zeige Ihnen mal ein paar kleine Beispiele hier. Hier können Sie zum Beispiel den Tag einstellen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Sie können auch das Wochenende einstellen und so weiter. Sie sind völlig frei in der Einstellung. Und dann geben Sie natürlich die entsprechende Uhrzeit ein. Von mir aus von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens, wenn Sie im Badezimmer sind, soll es bitte im Badezimmer, wenn Sie reinkommen, aus dem wohlig warmen Bett direkt auf 22, 23, 25 Grad. Das ist ja ein Traum. Bei mir ist immer sehr, sehr kalt, wenn ich ins Badezimmer komme. Ist biestig kalt. Ja, aber gut, das muss ja nicht den ganzen Tag so sein. Sie sind dann von mir aus im Büro, Sie sind unterwegs, Sie sind einkaufen oder was. Da muss die Heizung ja gar nicht bollern. Dann kann sie ja gerne etwas runterfahren. Kontrolliert natürlich und das spart bares Geld. Ja? Das kann man also hier entsprechend einstellen. Selbstverständlich sind sämtliche Thermostatregler zum einen nicht nur auf 0,5 Grad Celsius genau, zum anderen lassen sie sich natürlich auch jederzeit hier entsprechend manuell einstellen. Wenn Sie jetzt sagen, ja gut, komm, ich habe jetzt hier am Montagnachmittag bin ich ein bisschen früher aus dem Büro nach Hause gekommen, da dürfte es dann gerne auch mal eine Stunde früher etwas warm werden. Sie kommen zur Tür rein, können Sie jederzeit auch hier die Temperatur einstellen. Ja? Aber eben auch ganz bequem per Funk, per USB-Stick, den wir Ihnen gerade gezeigt haben. Oder auch gerne vom Sofa aus, wenn Sie spontan ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter machen möchten. Da zeigen wir Ihnen gleich im Anschluss an unser Funkthermostat auch noch eine ausgesprochen praktische Lösung. Ja, ja, praktische Lösungen gibt es hier wirklich eine nach der anderen. Das sind alles Problemlöser, das sind praktische Helfer, liebe Zuschauer, die bares Geld sparen. Wir zeigen Ihnen noch einmal, wie einfach die Montage ist. So sieht Ihre Heizung vielleicht zu Hause auch aus. Die kennen Sie, die ist seit Jahren, seit Jahrzehnten im Betrieb. Sie schrauben einfach nur das Thermostat ab. Entweder geht es so leicht wie jetzt hier oder Sie brauchen dafür einen Schraubenzieher oder so. Ist ja kein Problem, eine Zange. Dann schrauben Sie hier unser neues Thermostat auf. Und dann beginnen Sie mit der Programmierung. 20,5 Grad zum Beispiel möchten Sie vielleicht haben am Tag. Und dann wird das einfach nur mit dem Drehrad eingestellt für den passenden Wochentag, für die passende Uhrzeit. Und dann denkt das Thermostat ja selber mit, misst die Temperatur und stellt sich entsprechend darauf ein, dass exakt diese Temperatur am gewünschten Tag zur gewünschten Uhrzeit auch wirklich vorhanden ist. Da müssen Sie an gar nichts anderes mehr denken. Das ist so genial einfach, liebe Zuschauer. Und nochmal, Sie können bis zu 30% Ihrer Heizkosten sparen. Das sind umgerechnet auf ein durchschnittliches Einfamilienhaus hier in Deutschland bis zu 250 Euro im Jahr. Und wenn Sie jetzt mal zurückrechnen, 250 Euro im Jahr auf den Kaufpreis unseres Funkthermostats, dann hat sich das ja schon nach wenigen Wochen gerechnet. Das ist richtig. Und vor allen Dingen würde ich mich persönlich ärgern, dass ich jetzt die ganzen letzten Jahre aus einfach Geld zum Fenster rausgeworfen habe. Es ist eine Metapher, aber es passt tatsächlich einfach hier hervorragend mit dazu. Übrigens können Sie drei verschiedene Heizphasen einstellen hier bei unserem Thermostat. Zum Beispiel für morgens, mittags, abends. Oder morgens, abends und in der Nacht. Also Sie haben hier wirklich eine völlige Gestaltungsfreiheit, wie Sie die Temperatur in Ihrem Haus regeln möchten, in Ihrer Wohnung regeln möchten. Und es ist einfach Fakt, wenn ein Heizkörper komplett aus ist oder runtergeregelt ist, dauert es einfach ein paar Minuten, bis die Wärme kommt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel morgens um 6 Uhr aufstehen, können Sie dem Thermostat sagen, bitte ab 5.30 Uhr ordentlich Wärme ins Badezimmer oder ordentlich Wärme ins Wohnzimmer, in die Küche, wo auch immer Sie sich aufhalten. Und sobald Sie aufstehen, mit nackten Füßen aus dem warmen Bett aufstehen, kommen Sie in wohlig gewärmte und geheizte Räume rein. Das ist Luxus für mich persönlich. Ich finde das hervorragend. Ja? Das ist richtiger Komfortkasten. Also da fühlt man sich auch gleich zu Hause viel wohler. Und wir wollen es doch auch zu Hause wohlig warm haben, wollen uns nach einem harten Arbeitstag wirklich auch zu Hause bei einer Wohlfühltemperatur wohlfühlen und nicht erst, wenn wir nach Hause kommen, noch den dicken Pulli oder die Jacke anlassen bis und uns dann aufs Sofa setzen, ja, bis die Heizung mal langsam gepowert hat. Also das gehört dann eindeutig der Vergangenheit an. Und jetzt, liebe Zuschauer, kommt was, das ist wie für mich geschaffen. Denn jetzt wird es ja noch komfortabler und jetzt wird es noch einfacher,
einfacher zur Wohlfühltemperatur. Denn jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie liegen gemütlich auf dem Sofa und irgendwie merken Sie, oh nee, doch, es ist doch ein bisschen frisch. Ich habe die Temperatur 1-2 Grad zu kalt eingestellt. Ja. Dann brauchen Sie noch nicht mal mehr aufstehen. Sie können vom Sofa aus Ihr Funkthermostat bedienen mit unserer cleveren Funkfernbedienung. Die ist klein, die ist schwarz, die ist unscheinbar, aber die sorgt dafür, dass jemand wie ich, der allgemein sehr faul ist, gerne auf dem Sofa liegen bleibt. Danke dir, dass du das Thema aufgehört. Ich dachte mir gerade, boah, ist das eine faule Achse. Aber manchmal ist das ja einfach wirklich, so, wenn man abends gemütlich jetzt auf dem Sofa sitzt. Man hat die Decke über die Knie, hat seine Partnerin im Arm, schaut einen schönen Film und auf einmal sagt die Partnerin, du hast Froschfüße, es ist eisekalt, mach mal die Heizung ein bisschen wärmer. Ja, so läuft das bei mir zu Hause ab. Dann heißt es, mach doch selber. Ja, dann stehst du bitte mal auf und drehst die Heizung mal ein bisschen höher. Ja, und schon schälen sie sich wieder aus der warmen Decke, müssen den Film unterbrechen. Machen sich doch einfach keine Mühe. Nehmen Sie einfach die Fernbedienung und stellen das Ganze entsprechend ein. Sie haben die Temperatur vorgegeben, Sie wissen ganz genau, wie warm es tatsächlich im Raum ist. Und wenn es Ihnen einfach zu kalt wird, nehmen wir an, Sie haben Ihren Thermostat auf 22 Grad eingestellt und Sie stellen fest, 2-3 Grad wärmer wäre schon eine super Sache, dann stellen Sie es einfach ein, per Funkfernbedienung. Ja? Einfach hier einstellen, 2-3 Grad rauf, dann legen Sie die Fernbedienung wieder an die Seite, nehmen Ihren Schatz in den Arm und schon können Sie ganz entspannt Ihren Film weiterschauen. Wir zeigen Sie Ihnen gerne noch mal im Zuspieler, wie es genau funktioniert. Da sehen wir es, 19,5 Grad haben wir jetzt am Thermostat. Mhm. Erkennt er natürlich. Jetzt haben wir die Fernbedienung eingeschaltet. Jetzt schalten wir die Temperatur höher. 17 Grad auf dem Thermostat. Zack. Und schon springt er auf die 20 Grad. Sie müssen nichts mehr machen. Sie müssen nicht mehr aufstehen. Sie müssen nicht mehr manuell rauf oder runter regeln. Sie sehen das. Jetzt kommen wir von 20 Grad, 3 Grad weniger auf die 14 Grad. Da kann aber einer nicht rechnen, oder? Weil wir vorhin die 17 Grad hatten. Aber liebe Zuschauer, hier zeigt sich ganz eindeutig, wer die Fernbedienung hat, der hat die Macht. Das ist nicht nur beim TV-Programm so, sondern ab sofort auch bei der Heizung so. Und vielleicht mal als kleine Anregung, wenn Sie dann sagen, jetzt wird aber mal Zeit, dass wir ins Bett gehen, jetzt muss der Fernseher mal ausgemacht werden, dann stellen Sie einfach heimlich mal die Temperatur ein bisschen kälter runter und sagen, komm, unsere Bettdecke ist auch schön warm, wir gehen jetzt. Und ja, ne, so kriegt man ja auch den TV-Abend dann beendet. Ja, natürlich, das ist doch ganz klar. Ich sag mal, man stellt eine gewisse Temperatur ein und gerade bei diesen Temperaturschwankungen, die wir im Moment haben, wir kommen irgendwie von minus 5 auf plus 10 Grad und dann wieder auf minus 1 Grad zurück. Das geht ja innerhalb von 2-3 Tagen. Dann haben Sie den Heizkörper entsprechend eingestellt, den Thermostat eingestellt, so dass Sie sagen, wir haben Winter, das sind normalerweise Minustemperaturen. Jetzt ist es aber 10 Grad warm draußen. Das heißt, Sie sitzen vielleicht am Sofa, haben sich gerade gemütlich gemacht oder beim Essen stellen fest, puh, aber ganz schön warm hier drin. Nehmen Sie einfach die Fernbedienung, wie Sie Ihren Fernseher auch entsprechend funkfernbedienen und stellen Sie den Thermostat einfach neu ein. Sie können ihn entsprechend programmieren, Sie können es spontan machen, ganz so, wie Sie es halten wollen. Natürlich brauchen Sie den Funkthermostat mit dazu, den haben wir Ihnen gerade schon vorgestellt. Aber ich halte das für eine hervorragende Ergänzung mit der Bestellnummer NC 5169. Und das wirklich auch wieder zum Pearl TV Aktionspreis, zu unserem Sonderpreis. Der gilt, ich sage es gerne für alle Zuschauer, die noch nicht so oft bei uns zugeschaltet haben, noch einmal in aller Deutlichkeit. Eine Stunde bis nach der Präsentation. So lange können wir Ihnen den TV-Sonderpreis noch anbieten, liebe Zuschauer. Danach springen wir wieder auf den üblichen Preis zurück. Und Sie wollen doch wirklich auch sparen. Das wollen wir alle. Wir alle wollen gerne sparen und das gesparte Geld für andere schöne Dinge ausgeben. Und da ist es natürlich besser, wenn man schnell ist, wenn man sich sofort sein Lieblingsstück hier bei Pearl TV sichert und in wenigen Werktagen dann zu Hause in Empfang nimmt. Jetzt kommen wir zu einer Idee, die finde ich auch clever. Denn es ist ja so. Die Heizung habe ich jetzt auf meine richtige Temperatur eingestellt. Jetzt öffne ich aber mal das Fenster, weil ich Stoßlüften möchte. Oder die Balkontür mache ich auf. Dann vergesse ich meistens, und da geht es Ihnen vielleicht genauso, am Thermostat wieder ein bisschen runter zu regeln. Also heize auch ich dann wieder meine Umgebung draußen. Sorge dafür, genau, dass die Nachbarn es nicht kalt haben. Aber ich zahle ja letztendlich dafür. Es ist ja mein Geld, was da aus dem Fenster hinausgeworfen wird, gefeuert wird. Und dafür haben wir jetzt eine clevere Lösung, einen praktischen Helfer, liebe Zuschauer, nämlich einen Funkkontakt sozusagen. Und der merkt genau, ist das Fenster offen, ist das Fenster geschlossen. Genau. Die beiden Teile werden einfach nur entweder angeschraubt oder ganz einfach geklebt. Wenn Sie zum Beispiel in einer Mietswohnung wohnen, müssen Sie da keine Löcher in die Fensterrahmen oder was reinmachen. Das kommt auf die eine Seite des Fensterrahmens und das kleine Teil kommt auf die andere Seite. Wir zeigen jetzt das gleiche noch mal im Zuspieler. Und sobald Sie das Fenster öffnen oder die Tür öffnen, ist der Kontakt natürlich nicht mehr da.
Ja, und das erkennt Ihr Funkthermostat und sagt, Achtung, jetzt wird ein Fenster aufgemacht zum Lüften oder wie auch immer. Ob er das erkennt, weiß ich nicht, aber er erkennt auf jeden Fall, dass das Fenster geöffnet wird. Und automatisch regelt Ihr Funkthermostat die Temperatur des Heizkörpers runter, bis Sie das Fenster wieder schließen oder die Tür wieder schließen. Dann erkennt tatsächlich Ihr Funkthermostat, Achtung, das Fenster ist wieder geschlossen. Frische Luft ist im Raum drin. Jetzt macht es tatsächlich wieder Sinn, die Heizung anzuschmeißen. Jetzt macht es Sinn, wieder ordentlich zu stochen, damit wir wieder auf Temperatur kommen. Und Sie sparen dadurch bares Geld. Müssen also nicht mehr in die Knie, müssen das Ganze runterdrehen, Fenster aufmachen, dann irgendwann wieder Fenster zu, Thermostat wieder hochdrehen. Das ist einfach umständlich. Dieser hier macht das, übernimmt das Denken für Sie. Finde ich eine hervorragende Sache, geht für Fenster und für Türen gleichermaßen. Da sehen wir es nochmal im Film. So ist es jetzt geschlossen, unser Thermostat auf 21 Grad. Jetzt lüften wir mal schnell durch. Das Thermostat hat sofort reagiert. Temperatur ist runter auf 12 Grad gegangen. Zack. Und jetzt Fenster wieder zu. Das Thermostat regelt wieder alles auf 21 Grad, wie zuvor auch, wieder automatisch auf. Und das ist klasse, liebe Zuschauer. Denn jetzt heißt es nicht mehr, oh, du hast das Fenster aufgemacht, hast du an die Heizung gedacht? Diesen Satz können Sie komplett streichen. Den können Sie aus Ihrem Wortschatz wirklich auch jetzt vergessen. Denn das brauchen Sie nicht mehr. Unser Fensterkontakt denkt für Sie. Praktische Helfer, praktische Lösungen hier bei Pearl TV, das sind die Problemlöser und die sparen Ihnen bares Geld. Ich habe ja wirklich, Carsten, jetzt muss ich sagen, bisher noch keine Nebenkostenabrechnung bekommen fürs vergangene Jahr. Die kommt ganz sicher. Vielleicht hat man mich vergessen. Vielleicht hat man mich vergessen. Ich sag mal lieber nichts. Also. Ich enttäusche dich ungern, aber leider, also mein Vermieter, da spekuliere ich seit Jahren drauf, der vergisst mich leider nicht. Vielleicht kommt er mal kommt sie im November, mal kommt sie im Dezember, mal kommt sie im Januar, aber sie kommt, garantiert. Kommt die Nebenkostenabrechnung. Und wenn man einfach ein paar Euro sparen kann, es geht ja nicht nur um Ihr persönliches Portemonnaie, es geht auch um Ihre Umwelt, es geht darum, dass Sie einfach die Energie, die Heizenergie nicht einfach nur irgendwo in die Luft, in die Botanik blasen. Sie möchten davon profitieren. Sie nehmen bares Geld an die Hand, damit Sie Ihre Räumlichkeiten heizen können. Und insofern macht es einfach Sinn, so etwas kontrolliert zu regeln, damit man nicht einfach irgendwann tatsächlich Geld zum Fenster rauswirft. Es ist natürlich eine kleine Metapher, es ist eine Bildsprache, aber genau so ist es. Und bis zu 30% Energieersparnis, das ist eine ganze Menge. Kostenersparnis, das ist eine ganze Menge. Rechnen Sie es selber mal aus, Sie kennen Ihre Heizkosten am besten, richtet sich immer nach Größe der Wohnung und nach eigenem Heizverhalten. Deswegen kennen wir die Zahlen für den Einzelnen natürlich nicht. Aber es macht tatsächlich Sinn, einfach mal einen Blick auf die Abrechnung zu werfen und mal zu überlegen. 30% weniger, da kommt schnell mal ein schöner Urlaub zustande oder vielleicht mal ein schönes Essen gehen mit der Partnerin, mit dem Partner. Sie wissen selbst am besten, was Sie mit dem gesparten Geld machen können. Also eine tolle Möglichkeit, Energie und bares Geld zu sparen. Und zwar so bequem, wie es eigentlich nicht bequemer gehen kann. Einfacher geht es wirklich nicht, liebe Zuschauer. Alles, was Sie jetzt nur noch machen müssen, ist anrufen. Die Telefonnummer ist unten für Sie eingeblendet. 0180 51 51 und dann dreimal die 2. Wir haben Ihnen jetzt viele Problemlöser gezeigt. Viele Funkthermostate, Fernbedienungen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, Mensch, ich habe mich erst später zugeschaltet. Wie war noch mal die Artikelnummer? Wir fassen Ihnen das gerne noch mal zusammen. Damit haben wir unsere Sendung begonnen. Das ist der klassische Luftzugstopper. Nicht in Dackelform, sondern clever gedacht von beiden Seiten um die Tür mit der NC 1429 und dann die 569. Hier sehen wir nochmal, das ist eine ganz leichte Montage, ohne Bohren, ohne Schrauben, ohne anzukleben. Es wird einfach nur unter die Tür geschoben, dann hält es auch und einfacher geht es nicht. Richtig. Dann haben wir Ihnen natürlich das programmierbare Heizkörperthermostat gezeigt. Das war der ohne Funk. Sie sparen hier wirklich durch cleveres Timing, einfach indem Sie Ihr Thermostat programmieren auf die entsprechenden Temperaturen zur richtigen Uhrzeit bis zu 30% Heizkosten. Bestellnummer hierfür ist die PV7100 und die 569 hinten dran. Und so einfach wird es gemacht. Kein Werkzeug, kein Eingreifen in die Heizungsanlage. Einfach nur den alten Thermostat abschrauben, den neuen dran setzen. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um das Ding zu programmieren und schon haben Sie Ruhe. Macht das alles automatisch. Für unseren Funkthermostat haben wir einen USB-Programmierstick mit der PX7795 und dann die 569. Die Software, die Sie jetzt sehen, die ist natürlich bereits inklusive. Die ist auf dem USB-Stick bereits vorinstalliert. Sie müssen nur noch eines machen, nämlich die Temperaturen zu den passenden Uhrzeiten so eingeben für jeden Raum, wie Sie sie gerne zu Hause haben möchten. Das ist der passende Funkenergie-
Thermostat dazu. Auch hier bis zu 30% Energie einsparen, gar kein Problem. Die Bestellnummer ist die NC5172 und dann die 569. Das spart, wie gesagt, in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus in Deutschland bis zu 250 Euro im Jahr. Und die Montagekasten kinderleicht. Das ist denkbar einfach. Ohne Einsatz von Werkzeug. Und übrigens hat auch unser Funk-Energiesparregler spezielle Programme, zum Beispiel eine Urlaubsfunktion. Das heißt, ein dauerhaftes Absenken bei längerer Abwesenheit, Temperatur natürlich. Eine Partyfunktion, wenn sich viele Personen im Haus haben, die Türen häufig auf und zugehen, wenn die Leute rausgehen zum Rauchen. Frostfunktion, Anti-Kalk-Funktion und so weiter und so weiter. Und für die richtig Bequemen haben wir sogar eine Funkfernbedienung mit der NC5174569. Damit bedienen Sie ganz bequem vom Esstisch, vom Bett oder vom Sofa aus gerne auch mal spontan Ihren Funkthermostat, wenn Sie spontan gerne mal 2-3 Grad wärmer oder kälter haben möchten, je nachdem, was Sie da haben wollen. Einfacher kann man es eigentlich nicht mehr machen. Ja, und hier noch unser Funkfensterkontakt. Also, wenn es jetzt heißt, ich lüfte mal schnell durch, dann können Sie sich den Satz sparen und die Heizung habe ich runtergedreht, denn die Heizung denkt mit, das Thermostat hat bereits erkannt, das Fenster ist geöffnet, dank unserer Funkfensterkontakte, die wir hier haben. Und da sehen Sie auch nochmal unter der Artikelnummer NC5175 und dann die 569, dass das clevere Problem sind. Finde ich klasse. Wir sind ja inzwischen auch clevere Problemlöser. Und genau, noch so mehr davon gibt's jetzt bei Pearl TV. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie dran.